die zeitgeschichtliche Verortung. Ich meine damit, allgemein wird von einer Weiterentwicklung in der Geschlechtertheorie gesprochen, dass man sagt, wir können die Kategorie nicht einfach voraussetzen, sondern wir müssen verstehen, wie diese Voraussetzungen selber normative Festschreibungen tätigen. Und das wird in, sagen wir, in einem Handbuch für Gender Studies so dargestellt, man ging mal in den 80er Jahren noch vom Geschlecht aus, heute wissen wir, dass Geschlechter eigentlich auch nur ein Konstrukt sind und dass die Sozialwissenschaftlerinnen sich an der Konstruktion davon beteiligen. Mein Zugang ist nun, dass ich das Aufkommen dieser Überzeugung selber zeitgeschichtlich verorte. Also ich denke nicht einfach, dass das ein Fortschritt ist, quasi im Sinne von wir werden immer klüger, sondern wir müssen verstehen, wie wir selber eingebunden sind in eine Jetztzeit. Und dazu helfen mir eben diese Ansätze, die sich auf Lacan beruhen. Ganz allgemein wird von